In beispielloser Art und Weise ruiniert die Bundesregierung unsere Grundlagen in Deutschland, die Grundlagen unseres Wohlstands, unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze, unsere Währung. Und die Menschen werden allein gelassen. Wir sollen nicht mehr heizen können, dafür aber hinter Masken verbannt werden. Dagegen müssen wir ganz laut gemeinsam aufstehen und protestieren, damit es auch in den Regierungsgebäuden in Berlin ankommt. Und genau deswegen treffen wir uns alle am 8. Oktober am Platz der Republik 1 um 13.30 Uhr, um gemeinsam zu demonstrieren, um gemeinsam zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr unsere Wirtschaft und dass ihr unseren Wohlstand abbaut. Wir wollen Wirtschaft und Wohlstand erhalten in Deutschland. Und das geht nur, wenn wir die Politik komplett zur Kehrtwende zwingen. Wir wollen keine sozial-ökologische Transformation und wir wollen auch keine Gasmangellage, sondern wir wollen, dass man in Deutschland einfach gut und sicher leben kann. Davon kommen wir immer weiter weg. Aber mit jedem Schritt, der auf dieser Demo getan wird, kommen wir diesem Ziel wieder näher, kommen Sie deswegen zahlreich.